kann ich Freundschaft mit Allah Azza wa Jalla aufbauen? Wir haben euch erklärt, was wird man bekommen, wenn man diese Freundschaft eingegangen hat. Wir haben euch erklärt, was die Verluste sind, wenn man diese Freundschaft nicht eingeht. Und mit Freundschaft ist gemeint, dass man in Allahs Schutz hineinkommt, dass du gehörst zu Allahs Schützlingen. Und dann haben wir angefangen und 11 Punkte aufgezählt, was die Hindernisse sind, dass jemand keinen Schutz von Allah Azza wa Jalla bekommt und nicht erreicht hat diese Freundschaft. Und wir sind gekommen bei Punkt 11. Unwissenheit über den Stellenwert des Gesandten. Du sagst, O Allah, ich möchte unter deinem Schutz sein. Ich will zu deinen Angehörigen sein. Dann Allah antwortet dir, ich habe dir ein Vorbild gegeben. Werde wie Muhammad alayhi salatu wassalam. Lebe wie Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Und du bist in meinem Schutz. Lies das Vers, Bruder. Allah Akbar, ist gewaltig. Das heißt, Allah sagt, das ist dein Vorbild. Und du sollst sein wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich hatte eine Diskussion mit einem Sufi-Sheikh, der hat gesagt, Allah hat uns erschaffen wegen Muhammad. Ich habe gesagt, diese Aussage ist falsch und ist erfundene Hadith. Aber diese Aussage wäre richtig. Wir korrigieren deine Aussage. Wir sagen, Allah hat uns erschaffen, damit wir wie Muhammad werden sollen. Allah hat die Menschen erschaffen. Warum? Muhammad. Damit wir wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam werden sollen. Wenn dir gefragt wird, was willst du werden, was antwortest du? Ich will werden wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heute jeder will werden Musiker, Geschäftsmann, Rocker, Motorradbande und so weiter, Mafia. Alles will man werden, aber wer möchte wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam werden? Das ist das eigentliche Sieg und Ziel. Das heißt, wir wurden erschaffen. Warum war ich? Damit wir werden wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jetzt auf der Straße, auf Kudamm, am Brandenburger Tor, in Paris, in New York. Wir sehen Millionen von Menschen. Aber wie viele sind wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam? In der Moschee, wie viele sind wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Deswegen, Allah verlangt von dir, dass du sollst werden wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann ist diese Freundschaft hat stattgefunden. Ansonsten ist ein Hindernis, solange du nicht bist in deinem Gebeten, in deinem Benehmen, in deiner Glaubenslehre, nicht wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es wird keine Verbindung aufgebaut. Das nächste Hindernis ist, liebe Geschwister, das nächste Hindernis, Unwissenheit über den Koran. Unwissenheit über den Koran. Warum ist Koran und Kerim offenbart worden? Er weiß das nicht. Damit wir daraus Magie machen, wurde Koran offenbart, damit wir für die Toten lesen sollen? Warum wurde Koran und Kerim offenbart? Stellt euch vor, ein Buch, einzige Buch auf der Welt, das ein Text ist, von Allah Azza wa Jalla gesprochen worden ist. Von dem König der Könige. Herr der Welten hat diese Buchstaben, diese Worte ausgesprochen. Das ist Allahs Wort. Es gibt kein ähnliches, gleiches Buch wie Koran und Kerim. Deswegen ein Buch, das seine Herkunft, Farbe, Ort und unwichtig ist, sondern wenn er praktiziert wird, dass jedem erhoben wird, egal welche Hautfarbe, welches Land, welche Sprache das ist, sein Iman wird steigen, wenn er das liest. Ein Buch, das garantiert, einzige Buch, das garantiert, dass du wirst von den Finsternissen befreit. Das heißt, du wirst im Licht bleiben, immer hell. Du weißt dein Ziel, du weißt, was hinten ist, was rechts ist, was links ist. Du siehst, was vorne ist. Du bist immer im Licht. Das ist das einzige Buch, wenn es keine Aufmerksamkeit erhält, guck mal, jetzt dieses Buch, wenn er verdient keine Aufmerksamkeit von den Menschen,
dass dieser Mensch wird in Schwierigkeiten geraten, im Diesseits und im Jenseits. Das heißt, ein Buch, wenn es keine Aufmerksamkeit ihm erwiesen wird, der Person zeigt diesem Koran keine Aufmerksamkeit, er wird Schwierigkeiten haben im Diesseits und im Jenseits. Es gibt Menschen, liebe Geschwister, sie halten das Lebensbuch nur für die Tote, obwohl das ein Buch für das Leben ist. Es gibt Menschen, sie sehen diese Worte als alte Worte, was für Mittelalter ist oder für ältere Zeiten ist. Das ist eigentlich das Buch, das jeder verstehen kann. Dass er sagt, alles, was du brauchst zum Leben zu verstehen, ist dort vorhanden. Deswegen tut keine Grenzen zwischen dir und Koran und Kerim. Das Buch ruft zum Zukunft auf. Einzige Buch, das du deine Zukunft garantieren kannst. Lies Achil Kerim, der funktioniert auch nicht mehr. Bruder, lies. Dies ist eine klare Darlegung für die Menschen und eine Rechtleitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Habt ihr verstanden? Was ist Koran und Kerim? Lies. Halt also fest an dem, was dir als Offenbarung eingegeben worden ist. Allah, du findest dich auf einem klaren Weg. Das ist wahrlich eine Ermahnung für dich und dein Volk. Das heißt, die mit Koran leben. Und ihr werdet befragt werden über den Koran. Wie war deine Beziehung zu dem Koran? Das wird dir gefragt. Weiter. Was ist Koran und Kerim? Hätten wir ihn zu einem fremdsprachigen Koran gemacht, hätten sie sicherlich gesagt, wären doch seine Zeichen ausführlicher dargelegt worden. Wie ein fremdsprachiger Koran in einem Arabischen. Sagt, es ist für diejenigen, die glauben, eine Rechtleitung. Das ist der Beweis. Ist eine Rechtleitung. Das heißt, du wirst immer gerade im Weg richtig sein. Du entscheidest nie falsch. Du wirst niemals unglücklich sein. Weiter. Und diejenigen, die nicht glauben, haben Schwerhörigkeit. Die glauben nicht an Koran. Was werden sie haben? Schwerhörigkeit in ihrem Ohr. Das heißt, sie haben eine Wand. Das Wand hindert, dass sie das reinhören können. Und er ist für sie die Blindheit. Das heißt, sie haben einen Vorhang, sie können den Koran nicht sehen können, welche Kraft er besitzt. Diese sind, als würde ihnen von einem fernen Ort aus zugerufen. Und jetzt sagt Allah Azza wa Jalla, warum wir mit Koran leben sollen. Mit diesem Buch leitet Gott diejenigen auf die Wege des Heils, die sich um seinen Wohlgefallen bemühen. Das ist alles verspricht für Zukunft. Guck mal, wir reden nicht mehr Vergangenheit. Wir sind jetzt Zukunft. Was wird mit mir morgen sein? Was kann ich erreichen? Weiter. Er führt sie mit seiner Ermächtigung aus der Finsternis ans Licht und bringt sie auf den geraden Weg. Noch weiter, schaut mal. Beziehung zum Koran, wie sein muss. Die Gläubigen sind jene, deren Herzen erschüttert werden, wenn Gott erwähnt wird. Die im Glauben gestärkt werden, wenn ihm seine Verse vorgetragen werden. Und jene, die sich ganz auf Gott verlassen. Allahu Akbar. Und es gibt Menschen, die sind unwissend über den Koran und Kerim. Jetzt, wer sich abwendet, schaut. Jetzt kommt über diese Hindernisse, schaut. Wer sich davon abwendet, der wird am Tag der Auferstehung in den Himmel lassen. Allahu Akbar. Weiter. Wir haben in diesem Koran auf vielfältige Weise die Wahrheit erläutert, damit sie sich besinnen. Aber das lässt sie nur ihre ablehnende Haltung schreiben. Subhanallah, pass auf, wie du mit Koran bist. Oder schau diese Stelle. Er löst in den Ungläubigen schmerzliches Bedauern aus. Allahu Akbar. Es wird ein schmerzliches Bedauern auslösen bei den Ungläubigen. Deswegen, wenn deine Beziehung zu Koran nicht richtig ist, dann hast du keine Beziehung zu Allah Azza wa Jalla, dann bleibst du nicht unter seinem Schutz. Und das ist ein großer Hindernis. Deswegen verbessere Koran und Kerim und verstehe, warum Allah uns den Koran offenbart hat. Wie viel Prozent ist Koran in deinem Leben? Wie viel hat der Koran Einfluss in deinem Leben? 13. 13, warum Hindernisse sind, dass wir nicht zu Allah Azza wa Jalla, wie heißt das, die Dienerschaft machen können. Sünden verharmlosen. Wenn du Sünden verharmlost, was passiert? Wenn du jeden Tag nicht betest,
und du verharmlost diese Sünde, wenn du Frauen haram anschauen, verharmlost, nach einer Zeit wird es zu einer Gewohnheit werden. Wird dein Charakter sein, deine Gewohnheit werden, wenn man es nicht bereut. Schaut, was Allah sagt. Mein Herr hat nur die Abscheulichkeiten verboten, was von ihm offen und was von ihm verborgen ist. Und auch die Sünde und die Gewalttätigkeit Unrecht, und dass ihr Allah etwas beigesellt, wofür er keine Ermächtigung herabgesandt hat, und dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Guck mal, das darfst du nicht verharmlosen, das sagt Allah. Du darfst das nicht verharmlosen, diese Punkte. Das heißt, Abscheulichkeiten hat er verboten. Er hat Beigesellung verboten. Ohne Wissen über Allah reden hat er verboten. Dass man gewalttätig wird, hat er verboten. Deswegen, liebe Geschwister in Islam, verharmlose das nicht. Weil wenn du das verharmlost, weißt du, was du machst? Du schließt die Tür der Reue. Allah hat für dich eine Tür gemacht für Reue, Taube. Und du hast die Sünden verharmlost, wirst es in Gedanken kommen, dass du sollst Reue jetzt machen. Du hast ja das alles verharmlost. Deswegen verharmlose keine Sünde. Derjenige, der die Sünden verharmlost, was wird er tun? Er wird es zur Gewohnheit machen, weil er keine Reue macht. Und automatisch hat er das Ausgangstür zugemauert. Reue ist deine Ausgangstür, dass du zurück zu Allah findest, noch im Leben bleibst, gerettet wirst. Deswegen verharmlose das nicht. Eine andere Sache auch, liebe Geschwister, er benutzt seinen Verstand nicht. Das heißt, er hat seinen Verstand falsch benutzt. Allah hat dir einen Verstand gegeben, aber er hat das falsch benutzt. Was heißt das? Das heißt, liebe Geschwister in Islam, Allah hat ihm ein Buch offenbart, damit er das umsetzen soll. Aber er hat seinen Verstand nicht benutzt und hat das falsch genommen und hat das für die Toten gelesen, hat das für Magie benutzt. Das heißt, er hat den Verstand nicht richtig genommen. Deswegen, der Verstand muss immer fragen, nach was? Nach der Offenbarung. Wenn dein Verstand nicht fragt, was sagt Allah, dann hat er, wie heißt das, nicht richtig den Verstand benutzt. Schaut dem Vers, was Allah sagt. Lies. Wenn du deinen Verstand nicht richtig benutzt und nicht zu Allah kehrst, du wirst zu wem kehren? Zum Shaitan. Entweder ist Allah dein Berater oder Shaitan ist dein Berater. Entweder du nimmst die Gesetze von Allah oder du nimmst vom Shaitan. Entweder du nimmst die Gebote von Allah oder die Gebote von wem? Vom Shaitan. Ganz einfach. Das heißt, dieser Mensch benutzt seinen Verstand richtig oder falsch, wenn er mit Shaitan kooperiert. Ganz einfach. Guck mal, der hat seinen Verstand nicht richtig genommen. Andere Sache, liebe Geschwister, schaut diese Vers an. Er benutzt jetzt seinen richtigen Verstand. Schaut, was passiert. Wo die Gehorchen da und die Gesandten, die den Befehl haben, wieder euch. Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah. Wenn ihr wirklich an Allah und den jüngsten Tag glaubt, das ist am besten und am ehesten ein guter Ausgang. Siehst du, dieser Ausgang ist, wenn du deinen Verstand benutzt hast. Du weißt nicht, du sollst zu Koran und Sunna gehen. Du streitest, du sollst die Lösung bei Koran und Sunna suchen. Das ist der wahre Weg, wahre Glauben. Kannst du dir lassen. Das heißt, das ist am besten der Verstand hat. Der seinen Verstand falsch benutzt, er sagt, nein, ich werde bei XY-Verein das versuchen und nicht bei Allah. Gehen wir weiter. Falsches Umwelt, und das ist Katastrophe. Falsches Umwelt ist ein Grund, dass man die Beziehung zu Allah hindert und nicht unter den Schützlingen Allah ist. Vom Natur aus, der Mensch ändert sich schnell und passt sich an um seine Umgebung. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. Allahu Akbar. Wa kunu ma'as-sadiqin. Wenn du mit den Wahrhaftigen bist, dann bist du im richtigen Umfeld und sie werden dich zu Allah führen. Aber wenn du im falschen Umfeld bist, wenn du mit Leuten bist, die nur zur Disco gehen, Drogen benutzen, Falschaussage machen, keine Gebete machen,
Meinst du, die bringen dich zum Paradies? Die bringen dich eher in die Hölle. Deswegen, falsches Umfeld ist einer der größten Hindernisse, Allah zu erreichen und seinen Schutz zu gewähren, zu bekommen. Gehen wir weiter, liebe Geschwister. Was noch? Falsches Umfeld, schaut diese Dua. Schaut mal diese Dua. Haben Sie mein Helm nicht gesehen? Hier rede, weiß ich nicht. Der sieht so viel blau aus. Bei Ali fragen. Schaut jetzt hier. Schaut diese Dua an. Schaut Dua von den Gläubigen, von Propheten. Wie wichtig ist der Umfeld, dass du richtigen Umfeld hast. Lies. Mein Herr, schenke mir Urteilskraft und hilf mich unter die Rechtschaffenen auf. Prophet verlangt das. Prophet verlangt und nimm mich unter die Rechtschaffenen auf. Ich habe Angst, wenn ich alleine bleibe, dass ich werde gehindert und werde ein falsches Umfeld haben, dir zu erreichen. Wenn Propheten haben Angst und sagt, Prophet, schenke mir, dass ich bleibe mit Rechtschaffenen zusammen. Allahu Akbar. Deswegen, liebe Geschwister in Islam, der Mann, der 99 Menschen getötet hat, und dann er geht zu diesem rechtschaffenen Gelehrten und fragt ihn, was er zu tun hat. Und er sagt, wandere aus, geh in einen Ort, wo leben die Rechtschaffenen. Deswegen, liebe Geschwister in Islam, gute Umgebung ergibt gute Ergebnisse. Schlechte Umgebung ergibt was? Schlechte Ergebnisse. Deswegen, liebe Geschwister, ein Mensch wird von Parfüm beeinflusst. Vom Parfüm wird man beeinflusst. Und wenn es schlechter Geruch ist, wird er auch beeinflusst, wie im Hadith erwähnt worden ist. Hindernisse, die vor dieser Beziehung stehen zu Allah, was waren das? Wiederholen wir eins. Allah ist ausreichend kennt, gebunden an das Siegseits, die Wahrheit über den Thron vergessen, Unwissenheit über die Prüfung, Unwissenheit über Feuerbestimmung. Kein Geschmack bei der Anbetung erhalten, Ungeduld und Zweifel in den Bittgebeten, Hoffnungslosigkeit, Versorgungsängste, Unwissenheit über Paradies und Hölle, Unwissenheit über Gutes, über gute und schlechte Taten, Unwissenheit über den Stellenwert des Gesandten, Unwissenheit über den Koran, gute Taten geringschätzen, Sünden verharmlosen, Verstand falsch. Weiter. Falsches Umfeld. Jetzt diese 17 oder wie viele Punkte waren das, was ich aufgezählt habe. Nimm eine Liste und korrigiere das. Habe ich das abgeschlossen, dann plötzlich du findest dich unter Allahs Schutz. Da gibt es kein Hindernis mehr. Tür ist offen. Jetzt darfst du eintreten. Jetzt alle Hindernisse, die zwischen dir und Allah waren, sind aufgehoben. Das sind die wichtigsten. Wenn du diese Punkte aufgehoben hast, glaub mir, dein Leben deiner Frau, dein Leben deiner Kinder wird ganz anders werden. Und das müssen wir investieren. Denn wenn Allah ist mit dir, was brauchst du noch? Und wenn Allah ist gegen dich, wer kann dich vor Allah schützen? Deswegen der Klugere ergibt sich und sucht die Gründe, warum Hindernisse vorhanden sind und beräumt diese. Jetzt kommen wir. Wie kann man mit Allah Azza wa Jalla Freundschaft aufbauen, nachdem ich die Hindernisse weggeräumt habe? Das heißt, liebe Geschwister, und das müsst ihr jetzt am meisten zuhören, das ist das wichtigste Teil. Und merkt euch das, wie kann man mit Allah Freundschaft aufbauen? Bevor ich diese Punkte aufzähle, du musst wissen, Allah braucht deine Freundschaft nicht, sondern du brauchst diese Freundschaft. Das muss dir klar sein. Allah Azza wa Jalla braucht deine Freundschaft nicht. Er wird nicht reicher, er wird nicht mächtiger, er wird nicht schwächer. Er ist der Allmächtige, Allwissende. Aber du brauchst diese Freundschaft. Ich brauche das. Deswegen, liebe Geschwister in Islam, wisse, egal welche Wege du suchst, ist alles ungültig, sondern nur das Weg gültig, was er akzeptieren wird. Weil er sagt, ich brauche deine Freundschaft nicht, du brauchst meine Freundschaft, dann ich stelle die Bedingungen. Habt ihr verstanden? Derjenige, der das nicht braucht,
Und der Angewiesene, der das braucht, wer darf Bedingungen stellen? Der das nicht braucht. Er sagt, du möchtest mit mir Freundschaft sein, du möchtest, dass ich in meinen Schutz nehme, dann ich gebe dir deinen Weg vor und nicht du schreibst, wie du möchtest, mir Freundschaft aufzubauen. Habt ihr das verstanden? Das ist sehr, sehr wichtig, das muss dir bewusst sein. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird jetzt uns seinen Weg vorschreiben, damit ich seine Freundschaft erreichen kann. Ansonsten, alle anderen Wege sind ungültig. Das heißt, erst richtige Akide muss ich haben. Das heißt, ich muss meine Glauben so haben, dass in Koran und Sunna diese Freundschaft bestätigt wird. Abgestempelt ist, okay, diese Art von Glaube ist erlaubt und bestätigt, dass du darfst diese Freundschaft aufbauen. Allah Azza wa Jalla, liebe Geschwister, kennt besser die Wege, wie man zu ihm ankommt, als ich, als sein Geschöpf, der Schöpfer, der weiß besser als wir, wie man ihn erreichen kann. Wer weiß besser, er oder wir? Allah ist dann, du musst dich ergeben. Allah weiß am besten, wie ich seine Schutz erreichen kann, seine Wohlgefallen erreichen kann. Er weiß am besten, wie ich das Paradies gelangen kann. Deswegen muss ich das akzeptieren. So ist jeder Schritt für mich jetzt wichtig. Bei dieser Freundschaft, ich will zu dieser Tür rausgehen. Ich will, dort ist das Ziel, diese Freundschaft zu erreichen. Das heißt, jeder Schritt ist für mich wichtig bei der Aufbau zu Allah Azza wa Jalla dieser Freundschaft. Ich darf keinen Schritt jetzt Fehler machen. Ich hebe meinen Fuß und will Schritt machen, muss richtig ein Schritt sein. Wenn nicht, dann war das keine freundschaftliche Beziehung und wird nicht angenommen. Deswegen, was sind die Wege und richtige Schritte, um diese Freundschaft mit Allah Azza wa Jalla, und wir haben gestern gelernt, Al-Qarib, der Nahe, wie er wird antworten und wenn er antwortet, welche Macht er antwortet, wie kann ich das erreichen? Erstens, ich muss Allah Azza wa Jalla richtig erkennen. La ilaha illallah. Weißt du, was das bedeutet? Und verhältst du dich nach seiner Bedeutung? Es gibt Menschen, der sagt La ilaha illallah, aber er weiß nicht, was das bedeutet. Er sagt La ilaha illallah, aber er verhält sich nicht danach, sondern er macht das Gegenteil. Er sagt La ilaha illallah und liest Horoskope. Er hört Filme und schaut Filme, was Horoskope sind. Er glaubt Astrologie und schaut diese Programme an. Er ruft bei Astrologie an, bei Wahrsager an. Der hat Allah nicht erkannt. Deswegen, das erste Sache ist, liebe Geschwister, dass uns diese Verbindung aufgebaut wird, die beste, größte Unterstützung ist, wenn ich Allah richtig erkannt habe. Das heißt, ihn erkennen bedeutet, wann ist Allah zufrieden und wann ist er zornig? Wann gibt er Segen, wann gibt er Fluch? Wann ist er zufrieden und wann ist er unzufrieden? Deswegen, wie kann ich ihn erkennen? Durch seinen Namen. وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَى. Und Allah hat die besten Namen, gewaltig. Und du sollst diesen Namen erkennen und dich danach verhalten. Deshalb, liebe Geschwister, ich muss wissen, Allah weiß alles, was wir reden, was wir tun, wie wir uns benehmen. Er weiß alles, liebe Geschwister. Deswegen, du sollst mit Allah Azza wa Jalla sprechen. Rede mit Allah Azza wa Jalla. Wenn du mit Allah redest in einem Zimmer, schließe deine Tür und rede mit Allah. Problem ist, wir reden nicht mit Allah. Wir reden so im Zimmer. Was hast du gemacht? Wenn du redest mit Allah, dein Haut, dein Körper, dein Herz, dein Verstand, die Wände, die Teppiche, das Tisch, das Gerät, alles beeinflusst dich. Allah Azza wa Jalla, wenn erwähnt wird, alles beeinflusst dich, aber du hast geschwiegen, so. Das ist nicht Rede mit Allah. Du sollst sprechen, höre deine Stimme. Höre deine eigene Stimme, rede laut. Nicht schreien, sondern rede, wie ich jetzt rede. Ja Rabbi, rede. Du musst reden mit Allah Azza wa Jalla. Mach Stunde, bestimmte Tage, bestimmte Zeiten.
Speziell wenn du in der Moschee bist, wenn du in Anbetungszeiten bist, rede mit ihm, rede mit ihm. Im Zimmer schließ dich ein und rede mit ihm. Rede mit ihm, wie du mit deinem Freund redest. Du mal, du nimmst Handy und erzählst ihm eine Stunde, was dir heute passiert ist. Rede so mit Allah. Wir schämen uns, mit Allah zu reden. Wir freuen uns, mit jedem zu reden, aber wenn wir kommen zu Allah, dann sind wir geizig. Dann auf einmal, wir können nicht reden. Ach, eine Stunde hast du deinem Freund dein Fußballspiel erklärt und dem Trainer erzählt und den Spieler gesprochen. Eine Stunde gesprochen und du hast dich nicht geschämt und hast kein Blatt vor dein Gesicht genommen. Aber jetzt, wenn es geht, mit Allah reden, auf einmal, du bist ahnungslos. Hast du keinen Kummer? Hast du keine Sorgen? Hast du keine Probleme, Krankheiten, Schwierigkeiten? Rede das mit dem Allah. Allah sagt, ich habe einen Sohn, der hört mir nicht. Ja, Rab, ich schicke ihn immer zur Schule, er kommt mit schlechten Noten. Erzähl das Allah. Erzähl Allah, sonst ein Gespräch führen. Aber Brüder schämen sich, wenn Allah ist, auf einmal keiner redet. Aber wenn Fußball ist, er schreit. Ja, ich rede mit Allah im Zimmer. Rede und du wirst merken, alles bewegt sich. Alles kommt in Bewegung. Deswegen, wenn man mit Allah redet, die Sünden werden weniger, automatisch. Allah verringert deine Sünden. Allah Azza wa Jalla ermöglicht dir, dass du jetzt, wenn du jeden Tag mit Allah redest, dann du wirst noch mehr gute Taten machen, weil gleich wirst du mit ihm reden. Und davor machst du gute Taten, damit er antwortet. Du willst in seinen Schutz reinkommen, du willst, dass er dir das geben soll, was du von ihm verlangst. Deswegen rede mit ihm. Auch wenn die Leute sagen, der macht Selbstgespräche. Du machst keine Selbstgespräche. Du redest mit Allah. Der Prophet hat mit ihm gesprochen. Der hat nicht so gemacht. Der hat gesprochen. Die Sahabe haben gehört, wie er redet. Deswegen, die haben überliefert, was er gesagt hat. Heute, du bist unser Imam. Du hast 30 Jahre mit uns gelebt. Wenn gefragt wird deinem Sohn, was hat dein Papa gesagt? Keine Ahnung, der war immer so. Verstehst du? Keiner weiß es, nur du redest. Verstehst du? Deswegen, Prophet, er hat Dua gemacht und wurde alles überliefert. Warum? Weil er hat gesprochen, geredet. Reden heißt nicht in sich selber sprechen. Gesprochen, rede mit Allah und du wirst Antwort bekommen. Ganz anders, wie du dich freust, mit Freunden zu reden stundenlang oder mit deiner Verlobten, den du jetzt geheiratet hast, aber noch nicht zusammen sein. Du redest mit ihm stundenlang und dir ist nicht langweilig. Deswegen erkenne Allah Azza wa Jalla und du redest mit ihm. Wallahi, du wirst noch mehr wünschen, mit ihm zu reden. Du leerst dein Herz ihm aus. Wallahi, ich sehe manchmal in den Kaaba, wenn ich gehe, Menschen, der redet und der weint und der leert sich aus. Und es gibt Bruder, der kommt. Und dann gegangen. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Keiner weiß. Deswegen rede, dass alles unter Einfluss steht. Du beweist mit Reden, ich stehe unter Einfluss von Allah Azza wa Jalla. Er hört mich. Er wird antworten. Das ist gewaltig. Deswegen seit 3 Tagen versuchen wir euch, Esma'ullah al-Husna, Namen zu erklären, um das zu verstehen. Zweitens, damit du richtig in Verbindung aufbaust, ja? Schaut, bevor ich das sage, guck mal. Allah sagt, und auf der Erde gibt es Zeichen für die Überzeugten und auch in euch selbst. Seht ihr denn nicht? Du sollst sehen. Du sollst, als würdest du Allah sehen. So sollst du mit ihm reden. وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Wenn du schaust im Spiegel, sehe, dass Allah dich erschaffen hat. Guck, er hat dir Leben gegeben. Du atmest. Wer hat das gegeben? Allah sagt das. Wenn du durch deine Haare kämmst, sag Alhamdulillah, Allah, du hast mich erschaffen. Du bist der Musawwir, der mich diese Form gegeben hat. Du bist der Razzaq, der mich jetzt versorgt. Du bist Al-Hayy, der Lebendige, der mir Leben gegeben hat. Du bist Al-Alim, der über mich alles weiß. Rede, Yahi, mit Allah. Rede mit Allah und dein Leben wird ganz anders sein. Dann kannst du nicht mehr sündigen. Dann wird deine Sünden richtig weniger werden. Und dein Wunsch, noch mehr Taten zu machen, wird noch mehr groß sein. Deswegen, wenn jemand ist verliebt, er erwähnt immer seine Liebe. Er erwähnt immer seine Liebe. Ihr kennt Romeo-Julia-Geschichte. Romeo war ein
armer Junge und Julia war eine reiche Mädchen, eine reiche Familie, sie hat immer Essen verteilt. Sie hat immer Essen verteilt und Romeo wollte unbedingt von ihrem Hand Essen nehmen und hat sich immer angestellt und hat sie Essen gegeben. Dann hat Julia gemerkt, der stellt sich immer an und nimmt wieder Essen. Sie nimmt Löffel, diese Holzlöffel und haut auf ihn. Geh weg, du sollst nicht mehr dich anstellen. Und er steht trotzdem, um Schläge zu bekommen. Daraufhin die Leute sagen, Romeo, du bist bescheuert. Sie haut nicht und du liebst diese Frau. Sie schlägt dich jedes Mal. Der sagt, Hauptsache, sie schlägt mich. Julia schlägt mich. Julia, meine Liebe, schlägt mich. Schlag kommt nicht vom Feind. Deswegen alles, was von Allah kommt, ist schön. Das zu verstehen, alles, was von Allah, von der Iman kommt, ist schön. Ich bin dankbar. Deswegen, der Prophet sagt, wenn ihm was Böses passiert, er ist geduldig und das ist besser für ihn. Und wenn ihm was Gutes passiert, er ist wieder dankbar zu Allah. Und das ist wieder besser für ihn. Deswegen, Allah richtig erkennen bedeutet, du kannst Allahs schönsten Namen erkennen, indem du dich selbst betrachtest und über dich nachdenkst. Dann wirst du ihn noch besser erkennen. Allah richtig erkennen bedeutet, schau zum Beispiel, dein Name Al-Khaliq, der Schöpfer, der Erschaffer, was heißt das? Du erkennst den Namen als Khaliq in dir selbst, weil Allah dich erschaffen hat. Du sagst, mein Schöpfer ist Allah. Guck, in dir selbst hast du das erkannt, diesen Namen. Oder schaut Al-Musawwir, der Gestalter, der Formende. Du erkennst den Namen Al-Musawwir in dir selbst, weil Allah dir Form und Gestalt wie Gesicht und Körperteile gegeben hat. Das heißt, all diese Al-Muhyi, der Lebensspendende, das heißt, du erkennst den Namen Al-Muhyi in dir selbst, weil Allah dich lebendig gemacht hat. Oder der Name Ar-Rahman, der Gnädige, der Alabama, Abama. Du erkennst den Namen in dir selbst, weil Allah dir Versorgung wie Luft, Wasser und Nahrung gegeben hat, damit du existieren kannst. Guck mal, welche Barmherzigkeit. Das erkennst du dann. Oder du kannst Allah erkennen durch den Namen As-Samad, der absolute Unabhängige. Du erkennst den Namen in dir selbst, weil Allah dich von ihm anhängig erschaffen hat. Ohne ihn kannst du nicht existieren. Du weißt das. Ich kann nur existieren, weil Allah existiert. Nur mit Allahs Erlaubnis existiere ich. Ich bin abhängig von ihm. Er entscheidet, wann deine Atemzüge enden werden. Wann diese Augenlicht ausgehen wird. Wann das Gehör zugehen wird. Wann diese Zunge nicht mehr sprechen kann. As-Samad entscheidet das. Das sollst du merken in dir selber und das ständig erwähnen, liebe Geschwister. Oder Ar-Razzaq, der Versorger. Du erkennst diesen Namen bei dir selbst, weil Allah dich mit allem zwischen Himmel und Erde versorgt. Wer gibt dir diese Versorgung? Allah. Erkennst du das? Erkenne, dass Allah dein Razzaq ist. Dein Schöpfer ist, der alles versorgt. Oder auch wieder ein anderes Beispiel, Al-Mu'izz. Der Name Al-Mu'izz, der Ehrende, der Stärkende. Das heißt, du erkennst diesen Namen, weil Allah dich durch Gottesfürchtigkeit, Wissen und deine Familie geehrt hat. Durch Iman bist du geehrt worden. Allah hat dir eine Ehre gegeben. Oder ein anderes Beispiel, Al-Ghaffar, der Name. Du kannst diesen Namen bei dir selber erkennen, weil dir Allah die Bedingung deiner Reue annimmt. Wenn du Reue machst, er wird annehmen. Wenn du bereust, was du getan hast von Sünden, Allah nimmt das an. Ist das nicht gewaltig, liebe Geschwister im Islam? Deswegen, das zweite Weg, wie kann ich die richtigen Schritte machen, ohne in Fehler zu gehen? Die Verse richtig verstehen. Was heißt richtig verstehen? Koran ist ein Freundschaftsbuch. Du musst wissen, Koran und Kerim ist ein Freundschaftsbuch, ist ein Vertrag zwischen zwei Freunden. Und du sagst, ich mache mit Allah den besten Schutzherr. Und es gibt keinen anderen Schutzherr als Allah, der ist der wahre Al-Mawla, Al-Wali. Und mit ihm mache ich einen Vertrag. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, wisst ihr, was Koran macht? Koran richtig verstehen, Verse richtig verstehen. Er macht von einem Schrottmenschen zu einem goldenen Menschen. Die Sahabe vor Islam, in der Jahiliyyah-Zeit, sie waren die schlimmsten Menschen, die ekelsten Menschen. Sie haben getötet wegen einfacher Sache. Sie haben ihre eigene, von Vater die Frau geheiratet. Könnt ihr das vorstellen? Frau vom Vater
der hat Frauen und der Vater stirbt und dann geht er und heiratet die Frau seinen eigenen Vater. Und der macht Zina mit jeder Frau, egal wo er sieht, Fahne, der geht dorthin und macht Zina. Trinkt Alkohol. Für jedes einfache Spiel und Spaß, er zieht Schwert und tötet den anderen. Das waren die Schlimmsten vor Islam. Sie waren im Finsternis, Allah sagt das. Sie waren im Finsternis. Aber dann, sie kennen Koran und Kerim, sind Muslime geworden. Und das können Konvertite sagen. Vor Islam, der sagt zu mir, Abu Enes, wenn du wüsstest, was ich gemacht habe, vor Islam, auzu billah. Und heute ist durch Islam, du wirst zu Gold. Vom Kiesstein, du hattest nicht mal Wert wie ein Kiesstein, hat keinen Wert. Diese Leute vor Islam, die Sahabe, ihre Wert war Kiessteine. Null Wert. Keiner kannte sie. Die Welt wusste gar nicht, dass sie existieren. So unbekannt waren sie. So schlimm waren sie. Aber dann, sie haben Allahs Verse richtig verstanden, richtig gelebt. Sie sind die Besten geworden, die Reinsten geworden, die Edelsten geworden und die höchsten Stufen erreicht haben. Deswegen, liebe Geschwister, wie haben das die Sahabe erreicht? Imran. Wie kann jemand von Kiesstein zum Gold werden? Vom Kohle wirst du zum besten Diamant. Wie? Wie hat das Sahabe geschafft, Abdullah? Was haben sie Koran? Sie haben auch Koran heute. Und wir bleiben trotzdem Kiesstein. Sie haben Koran ihre Ohren gegeben. Ihre Gehör gegeben, ihre Augen gegeben, ihren Verstand gegeben. Sie haben nicht den Koran angeschaut und dann an die Wände gemalt, als Schmuck und als schön aussehen, damit diese Fläche nicht leer bleibt. Sie haben nicht Bücher gekauft und ins Regal getan, weil dort im Regal sonst hässlich aussieht. Sondern sie haben den Koran gelesen und versucht zu verstehen und Gehör zu geben. Schaut, was Allah Azza wa Jalla sagt über die Sahabe. Über Koran und Kerim, guck mal. Lies, Achi. Ist gewaltig. Und wie viele von den Ayat gibt es, die in den Himmel und auf der Erde, bei denen sie vorbeigehen und die immer uninteressiert bleiben? Wer, die nicht Sahabe sind. Wie viele Muslime gehen heute vorbei an Allah Zeichen und Verse und sie haben nicht mal darüber nachgedacht. Aber Sahabe ist niemals ein Schritt gegangen, ohne darüber nicht nachzudenken. Unterschied. Habt ihr gesehen? Die Leute, andere, die nicht Sahabe sind, sie gehen einfach weiter vorbei. Ist doch gar nichts. Ach, ey, Wunder. Siehst du nicht bei dir Wunder? Siehst du nicht all das? Wo ist deine Augen? Wo ist dein Verstand? Hat dich wirklich Musik so kaputt gemacht, so blind gemacht? Diese Musik, Striptease und diese Sachen haben dich so krank gemacht? So viel gelüstet. Menschen, komm zu dir selber. In welchem Droge bist du? Siehst du nicht? Guck mal, Allah sagt, sie gehen vorbei an Hunderte, nicht eine, zwei. Wie viele? Vieles im Arabischen, sehr viel. Und sie haben nicht darüber nachgedacht. Ist das nicht traurig? Wie oft hörst du Vortrag und du hast dir überhaupt nicht mal Gedanken gemacht? Wie oft liest du Koran und du bist dann hast zugemacht und weitergegangen? Aber Sahabe, sie haben nicht mehr als ein paar Verse auswendig gelernt, bis sie das nicht verstanden haben, bis sie es nicht praktiziert haben, umgesetzt haben und alles von dem Vers, was braucht, verstanden haben. Und dann ist der nächste Schritt gegangen. Deswegen wurde Imam Shafi gefragt, in wie vielen Jahren hast du Koran zu Ende gelesen? Der hat gesagt, in 30 Jahren. Koran hat er gebraucht, bis Ende zu lesen, 30 Jahre. Heute, wir haben Brüder, der macht Rekord, Mashallah, er schafft in 7 Tagen, in 10 Tagen und so weiter. Aber wie viel hat er mitgenommen? Allahu Alam. Imam Shafi sagt, ich habe 30 Jahre gebraucht, dass ich Koran von Anfang bis Ende durch bin. Ja, das ist Unterschied. Allah sagt das. Deswegen, willst du Freundschaft wirklich aufbauen? Dann verpasse kein Zeichen mehr, kein Vers mehr, ohne das richtig zu verstehen. Wir haben immer alles falsch verstanden. Allah sagt, klaue nicht, der klaut. Allah sagt, übertrete nicht, er übertretet. Allah sagt, rede nicht ohne Wissen, er redet ohne Wissen. Allah Azza wa Jalla sagt, sei gutmütig zu deinen Eltern, er ist schlecht zu seinen Eltern. Allah Azza wa Jalla sagt, respektiere andere Muslime, er hat überhaupt keine Liebe und Respekt zu Muslimen, nur Hass.
Nur seine Hooligans-Gruppe, nur seine Gruppe sind richtig. Alle anderen sind Feinde. Das sagt Allah auf keinen Fall. Deswegen, liebe Geschwister in Islam, verpasse keine Vers, ohne darüber nachzudenken. Und jetzt schaut diese Vers. Schaut das Dialog an von den goldenen Menschen. Die waren Kohle wert, nicht mal Kiessteine. Auf denen ist man raufgelaufen. Die hatten keinen Wert. Die Perser, die persische Imperium, Kisra, hat gesagt, ihr seid für uns nur Hirten. Wer seid ihr, dass ihr mich jetzt zum Islam einlädt? Prophet, als er einen Brief geschrieben hat und hat einen Botschafter entsandt, dass er soll diesen Brief zum Islam bringen zu dem König, Kaiser von Persien. Der hat gesagt, wer seid ihr? Ihr seid meine Ziegenhirten. Und wollte gar nicht zuhören, hat das Brief des Propheten zerrissen. Weil die waren wirklich so vor Islam. Die hatten keinen Wert. Die haben tote Tiere gegessen. Gestunkene Tiere haben sie genommen und gegessen. Das waren die Sahabe. Aber jetzt haben sie Islam. Sie sind Gold geworden. Schaut, was über die goldenen Menschen Allah erzählt. Allahu Akbar. Lies, Bruder. Die Allah stehen, sitzen und auf der Seite liegen, gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis er dir. Bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. So sind die goldenen Menschen. So sind sie Gold geworden. Egal, ob sie sehen, sitzen sind oder stehen sind oder liegen, sie gedenken Allah, Allah. Keine Zeit sie verpassen, ohne Allah zu leben. Das ist gewaltig, Brüder. Versorgung kommt von alleine, glaub mir. Du musst nicht für deine Versorgung arbeiten. Allah gibt dir deine Versorgung. Deine Gesundheit kommt von Allah. Du brauchst keine extra Verträge abzuschließen. Du sollst für ihn offen sein. Du wirst dann Gold wert sein. Du bist bei Allah Gold wert. Was heißt Gold wert? Wenn dieser Ruf, dieser Mann diese Eigenschaften hat, wenn er Allah ruft, Allah antwortet. Wenn er was verlangt, Allah gibt ihm. Und Allah ist der Allmächtige. Er hat eine Macht. Keiner kann das verhindern. Segen, unbegrenzbar. Siehst du das nicht? Wo ist dein Verstand? Schaut jetzt, werden die goldenen Menschen, wie sie Gold geworden sind. Schaut, was sie gemacht haben, ist gewaltig. Schaut mal, lies. Schau der Mensch doch auf seinen Namen. Guck mal, der Sahabe, wenn er Wasser getrunken hat, er hat das Wasser geschaut und hat gesagt, dieser Geschmack, wer hat das gegeben, diese Farbe, Durchsichtigkeit, wer hat das gegeben? Allah. Die haben Wassermelone gegessen, der hat darüber nachgedacht, er hat geschaut. Wie oft schaust du beim Essen, dass das von Allah Azza wa Jalla kommt? Wie viel hast du diese Gefühle? Manchmal, wir essen wie Tiere. Ja, wir haben 3, 4 Sorten von Essen gegessen und stehen auf und ist nicht einmal uns im Gedanken gekommen, wer hat ihnen diese unterschiedlichen Farben gegeben und den Geschmack gegeben und wer hat diesen Tisch gefüllt vor uns? Wer war das? Guckt, sie haben geschaut auf ihre Essen und Trinken, auf ihre Nahrung. Der Mensch soll das schauen. Schaust du? Du willst Verbindung haben, du willst Macht besitzen, Stärke haben. Allah wird sie dir geben. Aber wenn du die Verse richtig verstehst, das ist das zweite Schritt. Das dritte ist noch gewaltiger, subhanallah. Auf Allahs Versprechen vertrauen. Allah sagt, ich bin mit dir. Glaubst du das? Allah sagt, hab keine Angst. Du sagst, nein, ich habe Angst. Allah sagt, geh. Nein, ich bleibe hier. Allah sagt, steh auf. Nein, ich sitze. Allah sagt, opfere. Nein, ich will mich verschonen. Allah sagt, rufe. Nein, ich schweige. Das heißt, du hast kein Vertrauen zu auf Allah Azza wa Jalla. Guck mal, was Allah sagt. Hab keine Angst um eure Versorgung. Lies. Und es gibt kein Geschöpf auf der Erde, dessen Versorgung nicht Allah aufnehmen. Hast du verstanden? Guck mal, was hast du Angst? Ja, die werden mich entlassen. Ich werde dann Hartz IV werden. Ja, habe ich einen Brief bekommen. Ich werde Hartz IV werden, darf ich bei Zinsbank weiterarbeiten? Allah sagt, ich bin deine Versorger. Was hast du Angst? Was hast du Angst? Muslim muss verstehen, mit was bin ich eingegangen? Wir sind keine Hobbyleute, die hier Angler sind oder Jäger sind. Ach, wir sind Muslime, ihr seid Muslim geworden.
Du hast mit Rabbul Alamin Vertrag gemacht. Das heißt, ich bin bereit und vertraue dir, nicht meinem Vater. Mein Vater kann dir Geschichten erzählen für sein Interesse. Dein Onkel kann dir Geschichten erzählen für seine eigenen Interessen. Glaub ihm nicht, glaube Allah. Glaub nicht diesen Freund, der dir anders erzählt als Allah. Er erzählt für seine Nutzen, für seine Ziele. Aber Allah sagt die Wahrheit. Deswegen sollst du wissen, vertraue ihm, wenn er sagt, es gibt kein Geschöpf auf der Erde, dessen Versorgung nicht Allah obliege. Wirst du dann noch sagen, ja, nee, mein Chef entscheidet. Wallah, der entscheidet nicht. Allah entscheidet. Weiter, Allah sagt, du sollst auf ihn Vertrauen haben, jetzt teste dich. Er sagt, sei niemals hoffnungslos. Sei niemals hoffnungslos. Glaubst du daran? Lies. Glaubst du das? Wallah, musst du glauben. Wallahi, Allah sagt, wenn du Reue machst jetzt, das heißt, du hörst auf zu sündigen und du verschönerst deinen Islam, du kehrst nicht mehr zurück zur Sünde. Ich habe dir vergeben, du bist sündenlos. Wenn du jetzt mich rufst, ich werde antworten. Wenn du verlangst, ich werde dir geben. Das musst du glauben erstmal. Glaubst du daran? Das ist unser Problem. Wir haben ein Problem, wir glauben nicht. Wir glauben Lotto. Lotto sagt, bring 6 Richtige. Bring mir 6 Richtige, ich gebe dir 4 Millionen. Jede Woche wir spielen. Wir glauben ihm. Allah sagt, bring mir 5 Gebete, du kriegst Paradies. Keiner will beten, keiner kommt zum Fajr. Keiner kommt zum Koran lesen. Keiner kommt, Islam zu lernen. Vertraust du auf Allah? Das ist Bedingung. Damit diese Freundschaft entstehen kann. Sonst wird keine Freundschaft entstehen. Du bist falsche Adresse gekommen, Sackgasse. Wir wollen rauskommen zu diesem Ziel. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, Allah Azza wa Jalla sagt, guck mal, vertraue. Allah Azza wa Jalla sagt, ruft mich an. Nur ich kann antworten. Nicht der Chef, nicht der Staat. Nur ich kann antworten. Wenn ich das erlaube, kann dir jemand helfen. Lies, Achim. Und wenn mich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nach. Ich erhöre den Ruf des Menschen. Allah, Akbar. So sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben. Nur, so sollen sie was? Nun auf mich hören. Nicht auf den Chef. Nicht auf den Mutter, der so sagt, mach keinen Bart. Sollen nicht hören den Vater, der sagt, geh nicht diese Moschee, das sind Radikale. Habt ihr verstanden? Auf mich soll er hören. Was noch? Und an mich glauben. Nicht an den Staatsschutz. Nicht an das Politik. An Allah sollst du glauben. Weil Allah, wenn du vertraust, er wird dir antworten. Ist Unterschied. Gewaltiger Unterschied. Ist gewaltiger Unterschied, liebe Geschwister in Islam. Und dann schaut, was er sagt. Schaut, was er sagt. Ist gewaltig. Ist gewaltig. Glaubst du daran? Vertraust du auf diesem Versprechen? Allah hat dir was versprochen, das Versprechen. Wie Lotto. Aldi sagt, ich mache nächsten Monat 50% Rabatt. Es gibt Menschen, der wartet jetzt schon, diese Rabatt zu bekommen, diese Artikel zu kaufen. Menschen, die bestellen schon vorher. Es gibt Preisausschreibungen. Und die Leute, Teilnehmer, gehen jetzt schon und warten da drauf. Und Allah verspricht dir etwas. Wie viel nimmst du das ernst? Schaut, was Allah sagt. Nichts geht bei mir verloren. Lies, Achi. Wer aber, sei es Mann oder Frau, etwas an rechtschaffenen Werken tut und dabei gläubig ist, jene werden in den Paradiesgarten eingehen. Das heißt, nichts Gutes, was du machst, wird verloren gehen. Glaubst du daran? Auch wenn du deinem Feind was Gutes tust, bei Allah wirst du dafür belohnt. Sogar einem Tier. Du gibst einem Tier was Gutes, das wird niemals verloren gehen. Verharmlose nichts, was groß oder klein ist. Alles bei Allah wird belohnt. Und jetzt kommt die richtige Versprechen. Er sagt, wer die Prüfung besteht, kommt ins Paradies. Lies, Achi. Allah an den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen verließen, immer da in Gärten zu verweilen, die von Bächen durchflossen sind, und hat ihn herrliche Wohnstätten in den Gärten von ihnen verließen. Allahs Wohlgefallen, aber es ist noch größer. Das ist der gewaltigste Gewinn. Glaubst du daran, diese Versprechen, dann tu dafür was. Wenn du sagst, ich glaube und du kommst nicht zum Gebet, du bist Lügner. Wenn du sagst, ich glaube und du fastest nicht richtig, du bist ein Lügner.
Wenn du jetzt schon planst, wenn du rausgehst von dieser Moschee, ich werde weiter Rambo-Filme schauen und Sünden gucken, du bist ein Lügner, ja Achi. Auch wenn es weh tut, das ist die Wahrheit. Sei ehrlich. Allah sagt, glaube mir. Glaube mein Versprechen. Sahabe, die haben ihre Blicke gesenkt, die haben ihre Ohren zugemacht, die haben nichts gesprochen, was Allah zornig macht. Glaubst du diese Versprechen, dann kriegst du das. Handelst du danach, du bekommst das. Unser Problem ist, wir glauben nicht, wie die Sahabe geglaubt haben. Wir sind Muslime, aber ich muss ihm erklären, dass er muss fünfmal essen, er darf keinen Zinsen machen. Was ist das für ein Islam? Wie kann er behaupten, dass er ist wie Abu Bakr? Hat Abu Bakr Zinsen genommen? Hat Abu Bakr absichtlich Gebete verschoben wegen Arbeit? Hat Abu Bakr wegen Urlaub Sünden gemacht? Heute diesen Monat, ich fliege Urlaub nach Spanien und werde dort Mallorca besuchen und Sünden machen. Was für ein Muslim bist du? Glaubst du nicht an das Versprechen, was Allah dir verspricht? Jeder Mann und Frau, die gläubig sind, verheißen, guck mal, Allah hat ihnen versprochen, wird ihnen ins Paradies bringen, Gärten, was unbezahlbar sind. Nichts Ähnliches oder Beispiele gibt von so einem Ort. Deswegen glaubst du daran? Guck mal, was er sagt. Glaubst du an das? Guck mal. Schau mal diese Versprechen. Und jetzt frage dich. Er sagt, glaub und du bist höher und besser. Du bist stärker als die ganze Welt. Allah sagt das. Glaubst du daran? Schaut, was er sagt. In was schwach? Beim Essen? Beim Klauen? Oder beim Glauben? Beim üblen Nachrede sollen wir nicht schwach werden? In was sollen wir nicht schwach werden? In der Überzeugung sollst du nicht schwach werden. Lies, Achim. Noch sei traurig. Allah, noch sei traurig, was die Feinde machen. Weiter noch. Du bist höher. Du bist besser. Keine Atombombe kann dich besiegen. Keine Nuklearwaffe kann dich bedrohen. Kein Staat kann dich erniedrigen. Du bist besser. Glaubst du daran? Hast du diese Iman? Wo ist das, Achi? Warum bist du dann Straßenfeger? Was hast du dann zu tun, dass du Toiletten putzt? Von Nicht-Muslimen. Was hast du dann zu tun, dass du wartest auf der Schlange, dass dir jemand ein Esspaket geben wird? Wo ist dein Iman? Wo ist dein Verhalten zum Islam? Das ist unser falsches Verständnis. Wir haben Islam nicht verstanden. Wir zweifeln an das Versprechen von Allah. Allah hat uns versprochen, höher zu machen, wenn wir glauben. Guck mal, was er noch versprochen hat. Glaubst du daran? Lies, Achim. Er ist es, der die Hintergrund in die Herzen der Gläubigen hat, damit sie noch glauben, noch im Glauben zu nehmen. Das heißt, Allah sagt, ich garantiere dir, wenn du zu mir kommst, du wirst die Ruhe haben. Du bist so ruhig und in Sicherheit. Glaubst du daran? Dann was tust du? Wieso nimmst du dann Depressionen-Medikamente? Wieso bist du aggressiv? Wieso schlägst du deine Frau? Wie kannst du dann schreien und brüllen im Verkehr? Brüder, wenn sie im Verkehr sind, als ob sie keine Muslime sind. Der verflucht und beschimpft. Ja, Achi, hat Fehler gemacht. Warum diese übertreiben? Vergebe ihm. Nein, ich werde ihn holen und zieht seine und macht Schere und was weiß ich und andere Bewegungen. Was soll das? Deswegen, liebe Geschwister in Islam, wer sich auf Allah vertraut, seine jede Sekunde ist in Sicherheit. Du guck mal, du sitzt hier und du fühlst dich sicher. Allah ist mit mir, er wird mir die innere Ruhe geben, hat mir das versprochen. Die Selbstsicherheit verbindet ihn zu Allah, ist gewaltig. Jetzt kommt das nächste Punkt, das ist auch gewaltig. Wie kann ich die Verbindung mit Allah aufbauen? Allah lieben. Wann wird jemand geliebt? Hamed, wann liebst du deinen Freund? Wenn er deine Rechte schützt, wirst du ihn lieben oder hassen? Hä? Wenn jemand dich großzügig empfängt, wirst du ihn hassen oder lieben? Wenn jemand dir ein großes Interesse zeigt, Aufmerksamkeit zeigt, wirst du ihn lieben oder ihn ablehnen? Viertens, wenn er deine Fehler nicht in dein Gesicht wirft und dich nicht bloßstellt, wirst du ihn lieben oder hassen? Stell dir einen Freund,
Der sagt deine Fehler und er stellt dich bloß und macht dich in Verhemmungen. Wirst du ihn lieben oder hassen? Jemand stellt dich bloß, würdest du ihn lieben oder nicht? Hassen. Und wenn er immer dich zudeckt und dir schön redet, würdest du ihn lieben oder hassen? Jemand, der dir immer schönen Rat gibt, nützliche Rat gibt, wo du profitierst, würdest du ihn lieben oder hassen? Jemand, wenn du hast Bedürfnisse und er antwortet und gibt dir, was du hast für Bedürfnisse, wirst du ihn lieben oder hassen? Hä? Und dann, er ist mit dir befreundet, ohne von dir Erwartung zu haben. Und du hast viel Erwartung von ihm, würdest du ihn lieben oder hassen? Er hat von dir überhaupt kein Interesse, aber du, also finanzielle, irgendwelche Beziehungen hat er nicht, sondern er ist wirklich mit dir nur befreundet, weil du bist Hamid. Aber du brauchst ihn und du hast Bedürfnisse bei ihm, würdest du ihn lieben oder hassen? Hä? Was überlegst du? Natürlich Liebe. Verstehst du? Weil du hast Bedürfnisse und er antwortet dir alle deine Bedürfnisse. Du brauchst 500 Euro, hier sagt er 500 Euro. Und er verlangt von dir gar nichts. Dann wirst du ihn lieben. Verstehst du? Diese Eigenschaften hat alles Allah. Ist der Einzige, der diese Eigenschaften hat. Guck mal, erstens, Allah Azza wa Jalla hat gesagt, keiner darf über diesen Bruder lästern. Keiner darf über diesen Bruder schlecht reden, auf ihm lügen. Guck mal, hat Haram gemacht. Guck mal, wie Allah euch liebt. Jeder muss die Rechte von Suleiman schützen. Ist das nicht schön? Keiner, egal auch wenn Suleiman nicht hier ist, keiner redet über ihn schlecht. Keiner unterstellt ihm was. Allah hat jedem Einzelnen seine Rechte geschützt. Keiner soll ihn mit schlechten Namen rufen. Keiner soll ihn rufen, ey Penner und solche Sachen. Er ist geschützt. Ist geschützt, liebe Geschwister. Diesen Schutz gibt nur Allah Azza wa Jalla. Zweitens haben wir gesagt, wenn man großzügig empfangen wird, Allah Azza wa Jalla hat jeden großzügig in Dunya empfangen. Guck mal, er hat uns riesengroße Fläche gegeben, Himmel erschaffen, Berge gegeben, Pflanzen, Bäume. Der hat uns so großzügig empfangen. Kannst du ihn nicht lieben? Der dich so schön empfangen hat, wie kannst du ihn hassen? Es gibt Leute sogar, die wollen ihn bekämpfen. Der dir so viel Nahrung gibt, Regen gibt, Leben gibt, Familie gibt, wie kannst du ihn hassen? Wo ist dein Verstand? Allah Azza wa Jalla hat mit einigen so großzügig gewesen, sogar ohne Grenze, hat lange Leben gegeben, hat ihm viel Besitz gegeben. Deswegen, liebe Geschwister, wie kannst du jemanden nicht lieben? Und er hat dir seine Verse offenbart. Er hat dir den Sinn des Lebens, die Geheimnisse des Lebens aufgeklärt, Propheten entsandt. Er hat dir Familie gegeben, Verstand gegeben. Er beschäftigt sich mit dir sehr nah, persönlich. Allah beschäftigt sich mit dir persönlich. Jeden Tag ist er mit dir. Ist das nicht gewaltige Liebe? Allah Azza wa Jalla schützt und deckt deine Sünden. Verheimlicht deine Sünden. Wir wissen nicht, was du gestern gemacht hast. Aber Allah weiß das. Aber keiner kann das von deinem Stirn ablesen. Hätte die Menschen ablesen können, welche Sünden du machst, du könntest nicht in die Moschee kommen. Du könntest nicht mal vor deiner eigenen Familie stehen. Aber Allah Azza wa Jalla hat das zugemacht. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, Allah Azza wa Jalla ist derjenige, der ständig die Sünden zumacht. Der Diener, der enthüllt seine eigenen Sünden, indem er erzählt, gestern Abend habe ich das gemacht, am Morgen habe ich diese Sünde gemacht, am Tag habe ich diese gemacht, er enthüllt selber. Allah hat das zugemacht. Allah Azza wa Jalla hat immer Nasiha gegeben. Deswegen, lies mal diese Vers. Guck mal, seine Nasiha. Seine gute Rat. Allah gibt gute Rat. Wie kann man ihn nicht lieben? Lies, Achim. Dies ist eine Botschaft an die Menschen, damit sie dadurch erwarmt werden und damit sie wissen, dass er nur ein einziger Gott ist. Und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Guck mal, was für eine schöne Rat ist das. Wieso benutzt du diese Rat nicht? Nimm das an und glücklich werde. Was für eine Liebe steckt dahinter? Schaut unter diesen Rat. Dient Gott allein und gesellt ihm keinen bei. Seid gut zu den Eltern, Verwandten, Weisen, Bedürftigen, den Verwandten, Nachbarn
nicht verwandten Nachbarn, den Gefährten, den Reisenden und den Leibeigenen. Gott liebt nicht die Überheblichen und die Selbstherrlichen. Ist das nicht schöner Rat? Was ist daran falsch? Was gibt's das einzuwenden? Ist das nicht gewaltig? Schaut seinen Rat. Allah hat uns die Gerechtigkeit, gütig zu sein und den Verwandten zu geben. Er verbietet das Schändliche, das Verwerfliche und die Gewalttätigkeit. Er ermahnt euch, dass ihr bedenken mögt. Sind das was Hässliches? Hat er was so Abscheuliches gerufen? Nur schöne Dinge. Was für schöne Rat. Wer kann besseren Rat geben als Allah? Wie kann man ihn nicht lieben? Der dir so schöne Rat gibt, dass nur Erfolg für dich. Wenn du diesem Rat folgen wirst, du wirst nur Erfolg haben in Dunya und in Akhira. Wie kannst du das nicht sehen und hassen? Und du gehorchst jemandem, der sagt, sei gewalttätig, sei schlecht zu deinen Eltern, beklaue deine Eltern, beklaue deine Freunde, tu denen Böses, übertrete. Subhanallah. Ist die Welt nicht komisch geworden? Schaut, er hört unsere Wünsche, subhanallah, und antwortet, wie kann man ihn nicht lieben? Deswegen, Allah, Liebe haben wir nicht verstanden. Was sagt er? Ja? Du bist der Gebetserhörer. Habt ihr verstanden? Allah antwortet. Wenn du sagst, ja, Rab, gebe mir, er antwortet, er gibt dir. Wenn du was verlangst, er antwortet. Guck, du bist ja der Gebetserhöhende. Wie kann man ihn nicht lieben? Heute, die Menschen gehen an Maschine. Ne? Du musst Geld reinwerfen und dann musst du schreiben, was du wünschst. Die gehen und kleben irgendein Schloss an einem Zaun und denken, dieses Schloss wird ihm helfen. Dieses Schloss wird antworten. Glaubst du daran? Die glauben, das Hufeisen wird antworten. Die glauben, dass ein Gegenstand antworten wird. Wird antworten? Wo ist euer Verstand? Ihr liebt diesen Hufeisen, ihr liebt diesen Schloss und ihr liebt nicht den, der eure Gebete erhöht und antwortet. Dann hast du Allahs Liebe nicht verstanden. Schade. Traurig. Traurig, Bruder. Gehen wir weiter. Sein Wohlgefallen zu erreichen. Welchen Nutzen hat Allah, dass er dich glücklich machen soll? Überhaupt keinen. Aber alles brauchst du von ihm. Und trotzdem, er ist mit dir befreundet. Ist das nicht große Liebe? Zum Beispiel, jetzt Obama braucht deine Unterstützung. Sag, ich brauche dich doch gar nicht. Aber Allah, obwohl er dich nicht braucht, er sagt, ich bin mit dir. Und ich helfe dir. Und ich unterstütze dich. Und er gibt dir vollen Respekt, volle Liebe, volle Güte, volle Unterstützung. Seht ihr das denn nicht? Erkennt ihr das denn nicht? Gehen wir weiter. Damit du den Weg richtig aufbaust, ist du sollst die Nacht richtig ausnutzen. Das ist eine gewaltige Sache. Die Nacht richtig ausnutzen. Guck mal, jemand, der Allah Azza wa Jalla Verbindung richtig machen möchte, was tut er? Er baut diesen Weg zu Allah Azza wa Jalla richtig. Lies, Achi, diese Vers. Sie legen sich ungern ihre Betten, sondern rufen lieber ihren Herzen. Sie legen sich ungern in ihre Betten. Was heißt das? Der sagt, ich habe die Nacht geschieden. Man ist vereint mit der Frau, du bist vereint, verheiratet. Auch mit der Nacht ist man vereint. Aber du sagst zu der Nacht, nein, ich habe dich geschieden. Ich verlasse dich. Sie legen sich ungern in ihre Betten. Allahu Akbar. Was machen sie denn? Sondern rufen lieber ihren Herrn. Sie reden mit Allah. Allah ist lieber. Aber heute, wir haben die Nacht geschieden, um Fußball zu schauen bis morgens. Um einen Boxkampf zu schauen, sind wir bereit, die Nacht zu opfern, zu scheiden, zu trennen. Aber wenn es Allah gerufen wird,
Koran, oh, das ist schwer, Achi, du erschreckst die Menschen. Du verlangst viel. Du verlangst viel. Allah sagt das. Sie scheiden die Nacht, sie trennen sich der Nacht. Er sagt, lebe wohl die Nacht. Ich habe nichts mehr mit dir zu tun. Ich werde mich nicht mit dir vereinen, sondern rufen lieber ihren Herrn in Furcht und Hoffnung an und spenden von den Gaben, die wir ihnen gegeben haben. Allah kommt jede Nacht herunter. Bei der letzten, ein Drittel der Nacht, er ist da. Vor dem Fajr eine Stunde, beim Sahur-Zeit. Und er redet mit dir und du bist beim Schlaf. Stell dir vor, du hast einen Freund. Du sagst, Achi, kannst du morgen kommen, mir helfen? Er sagt, ja, ich komme morgen extra von Weiten bis hierhin, von Wedding oder von Spandau bis Kreuzberg. Und sagt, okay, ich komme. Wann? Komm bitte um 3 Uhr früh. Ich muss meine Arbeit mit dir erledigen. Der kommt um 3 Uhr früh, klopft an der Tür, du öffnest nicht. Er ruft dein Handy an, du antwortest nicht. Und er geht wieder zurück. Du sagst am Morgen, oh Achi, tut mir leid, ich habe verschlafen. Ich war müde, ich konnte nicht aufstehen. Und komm bitte diese Nacht. Der kommt wieder. Und dann du antwortest wieder nicht, du bist wieder beim Schlafen. Beim dritten Mal, der wird sagen, machst du mich über mich lustig? Lass mich in Ruhe. Und wird nicht mehr kommen, wenn du ihn rufst. Aber Allah kommt jede Nacht. Obwohl du in der Nacht gesündigt hast, obwohl der Diener gesündigt hat, Allah sagt, willst du nicht, dass ich dir vergebe? Wieso rufst du mich nicht? Willst du nicht von mir was haben? Wieso verlangst du nicht? Willst du nicht, dass ich dir vergebe? Warum bittest du nicht um Vergebung? Deswegen derjenige, der mit Allah Azza wa Jalla eine Verbindung haben möchte, was macht er? Er nutzt die Nacht richtig aus. Schaut diese Quran al-Kerim. So liest bei Nacht, was euch vom Koran leicht fällt. Was ist damit gemeint? Du sollst Koran lesen, du öffnest das Fenster, du schaust den Himmel an, du überlegst, du redest mit Allah Azza wa Jalla, du nutzt diese Nacht richtig aus. Weil jetzt werden Kräfte dir, du wirst Kräfte bekommen. Du wirst morgen ganz anderer Mensch sein. Wallahi, du wirst ganz anderer Mensch werden. Du hast so Segen, so viel Segen, du wirst wundern, woher kommt diese Kräfte. Und du weißt das von Allah Azza wa Jalla. Er hat das versprochen, schaut. Du öffnest das Fenster. Lies. Aufstehen in der Nacht hat stärkeren Einfluss auf die Seele und bringt eher aufgeregte Worte. Hast du verstanden? Warum soll ich Nacht aufstehen? Der Einfluss zum Iman, der Einfluss auf die Seele wird noch stärker jetzt werden. Aber wir haben das nie gekostet. Deswegen, der Einfluss von RTL ist größer geworden. Weil wir gucken nur RTL, wir sind nur verheiratet mit RTL, mit Fernsehen sind wir verheiratet. Sportwetten sind wir verheiratet. Deswegen der Muslim, er weiß, wenn er jetzt Nacht aufsteht und wach bleibt, das reicht schon, dass sein Iman stärker wird. Guck mal, er muss nicht beten. Ich habe nicht so jede Nacht aufstehen und beten. Nein, du musst nicht beten. Steh auf und nutze die Nacht richtig. Du musst nicht unbedingt beten, du kannst auch Buch lesen. Weil hat Einfluss, sagt Allah. Die Nacht hat Einfluss. Weil jetzt du bist wirklich für Allah aufgestanden. Keiner weiß das außer Allah. Jetzt in der Moschee weiß jeder, deine Mutter weiß, du bist hier, der Vater weiß, wir wissen, du bist hier. Jeder weiß, dass du hier bist. Aber in der Nacht alle schlafen, nur die Ehrlichen sind wach. Und er beschäftigt sich mit Allah. Er sagt, Subhanallah, Alhamdulillah. Wenigstens 33 Mal. Schaffst du nicht? Bleib wenigstens eine Stunde wach. Halbe Stunde wach. Aber nutze diese Kraft. Weil das wird dir aufklärende Worte wird er dir geben. Du wirst Antworten finden, was du am Tag nicht gefunden hattest. Du wirst Wissen bekommen, was du vorher nicht bekommen hast. Deswegen, die Gelehrten haben die Nacht ausgenutzt. Gehen wir weiter. Die Nacht richtig ausnutzen. Guck mal. Du öffnest das Fenster. Allah beschreibt, das sind seine Worte. Guck mal. Lies an. Wir haben am Himmel Sternkonstellationen geschaffen. Ihn für die Betrachter schön gestaltet. Ihn für die Betrachter. Wo sind die Betrachter? Die sind alle schlafend doch. Gibt es keinen Betrachter mehr. Wo sind die Betrachter? Wo sind die Betrachter? Das kannst du die Sterne nur in der Nacht sehen. Kannst du jetzt
Sterne sehen? Betrachter sind voll mit Sünden und hoffen, morgen wieder in die Disco zu gehen. Das ist unser Problem heute. Allah sagt, Betrachter, wo sind die Nazirin? Guck mal, der sagt, Betrachter, wo bist du? Ich will zu dieser Vers gehören. Morgen bin ich vor Allah. Ich sage, ja Rabb, du hast den Vers gesagt, die betrachtet haben dich. Ich war in dieser Zeit wach und habe das betrachtet. Hast du mal diese Vers in dein Leben praktiziert? Ganz einfach. Deswegen jetzt in den Städten, sie machen so viel Licht, dass die Menschen das gar nicht betrachten sollen. Alles wird getan, um Allah nicht zu finden. Alles wird von den Menschen Unwissenden gemacht, dass sie von Allah getrennt leben. Deswegen steh extra auf, mach Alarm, dass du aufstehst, nur dass du die Sterne betrachtet hast. Dass du sagst, ja Rabb, ich gehöre zu diesen Leuten. Allah sagt das. Weiter, schaut. Die Nacht richtig ausnutzen. Schau mal. Lies. In der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Unterschied von Nacht und Tag, in den Schichten, die das Meer betrachten, mit dem, was den Menschen wissen, darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und daran die Erde nach dem Tod wieder lebendig wird. Und auch ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt und im Wechsel der Winde und der Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind, sind wahrlich Zeichen für Leute, die bereit sind. Was sind? Sag nochmal, ich sag, was ist der letzte Satz? Sind was? Wahrlich? Zeichen. Was für Zeichen? Fußballergebnisse? Welche Zeichen? Dass dein Iman stark wird, die Verbindung zu Allah festgebunden worden ist. Zeichen, dass du gehörst zu den Gläubigen. Zeichen, dass du folgst den Gesandten. Hast du diese Zeichen erkannt? Tag und Nacht. Hast du Nacht ausgenutzt? Ausnutzen sollst du richtig, liebe Geschwister in Islam. Und dann auch dieser gewaltige Punkt in jeder Sache, Dankeschön, in jeder Sache sollst du Leitung holen von Allah Azza wa Jalla. Guck mal, gewaltig. Wir wollen Freundschaft mit Allah sein. Rechtleitung holen, was heißt das? Beratung. Von wem holst du deine Beratung? Von Allah und seinem Gesandten oder von deinem Gelüsten und von Shaitan und seinem Angehörigen. Deswegen in jeder Sache wir entscheiden, was Allah entschieden hat. Allahs Beratung ist die beste, höchste Beratung. Schaut diese Sache an. Ausdauer in den Bittrufen. Sagt Allah Azza wa Jalla, lies Achir. Mein Herr, würde euch nicht beachten, wäre nicht euer Gebet. Das haben wir gestern gelernt. Das heißt, Allah wird uns erst um uns kümmern, wenn wir Dua weitermachen. Wer keine Dua macht, warum sollte Allah sich um ihn kümmern? Deine Krise ist deine Krise. Warum soll er antworten? Aber er antwortet, wenn du Dua machst. Wenn du sagst, ja, Rab, mir geht es schlecht. Helfe mir. Ich bin geschlagen worden. Ich bin unterdrückt worden. Mir wurde Unrecht getan. Und du machst Dua und weiter und hörst nicht auf mit dieser Dua, Allah Azza wa Jalla wird was machen, dir das geben. Und Prophet sagt, solange ihr euch nicht beeilt, alayhi salatu wassalam sagt, solange ihr auf die Antwort nicht beeilt, wird er antworten. Aber wer sich beeilt, ja, ich will diese Woche haben, dann kriegst du nichts. Sondern du musst Ausdauer haben. Dann auch beeilen in der Reue. Das heißt, ein Muslim macht niemals von einem Sünde zur nächsten Sünde. Das sind die Schlimmsten. Wenn jemand sagt, ich bin Muslim und er hat jetzt Sünde gemacht und nach einer Stunde er geht zu einer nächsten Sünde und danach zu einem anderen und dann noch zu einem anderen, das ist ein Fasiq. Das heißt, ihm interessiert gar nicht, was Allah darüber denkt. Das ist ganz schlimm. Sondern ein Mensch, der Ma'asir macht, Sünden macht, was tut er? Wenn er eine Sünde gemacht hat, er macht erst Reue. Und dann, wenn wieder sein Fuß abgerutscht ist und Sünde gefallen ist, dann macht er sofort wieder Reue. Wie macht er Reue? Indem er sich wäscht oder Wudu nimmt, zwei Rekka betet, damit er den Satan auspeitscht. Weil Allah sagt, jedes Mal, wenn du Sünde machst und dann zwei Rekka betest, du peitschst Shaitan. Und wenn Shaitan jedes Mal gepeitscht wird von dir,
Was passiert? Shaitan lässt dich in Ruhe. Der sagt, Mensch, der schlägt mich jedes Mal und er wird von dir weglaufen. Deswegen, zu Omar hat Shaitan die Hoffnung aufgegeben, weil er peitscht ihn. Er peitscht und das tut ihm weh, das ist ein Djinn. Und auch ein Djinn hat Schmerzen. Deswegen mit Koran, mit Gebet. Jedes Mal, wenn du eine Sünde gemacht hast, kann passieren. Keiner ist perfekt. Aber wenn du Sünde machst, steh auf sofort, erinnere dich an Allah, bitte um Vergebung und bete 2 Rekka. Wenn du das 3-mal machst, beim 4. Mal, du machst diese Sünde nie wieder. Warum? Weil Shaitan wird dich in Ruhe lassen. Ein Bruder hat gesagt, ich kann nicht aufhören zu rauchen. Ich muss weiter rauchen. Hinter jeder Zigarette bete 2 Rekka. Beim 4. Zigarette ist garantiert, wirst du nie wieder rauchen. Warum? Weil der Shaitan läuft weg. Er will sehen, dass du ernst bleibst. Und du hast diese Wille, dass du wirst hinter jede Sünde 2 Rekka beten, du wirst nicht mehr so, wie heißt das, sündigen. Schaut, was Allah Azza wa Jalla sagt, lies Achi. O ihr Gläubigen, kehrt in aufrichtiger Reue zu Allah zurück. Hast du verstanden? Aufrichtig, nicht gelogen. Ich habe Reue gemacht, aber inshallah in 2 Stunden mache ich wieder weiter. Jetzt, ich bin in der Moschee, aber inshallah, sobald ich diese Tür verlasse, ich gehe wieder Zinsen nehmen. Dann wo ist deine Ehrlichkeit? Wo ist deine Aufrichtigkeit? Du machst Reue und du kehrst nie wieder zu Sünden zurück. Mit dieser Absicht kommst du in die Moschee. Du betest jetzt, du sagst Allahu Akbar und du sagst nie wieder Sünden. Ja Rab, ermögliche nie wieder, dass ich eine Sünde mache. So musst du Allah flehen und du wirst sehen, du wirst anders werden. Dann gibt es bestimmte Zeiten, wo man Allah widmen soll. Es ist natürlich anders, in Ramadan Allah anzubeten als jetzt. Es ist anders, wenn du in Kaaba bist, als zu Hause in deiner Wohnung. Es ist anders, wenn du in der Moschee bist oder bei dir im Arbeitsplatz Allah rufst. Das heißt, die Zeit muss man richtig widmen zu Allah Azza wa Jalla und ausnutzen, dass die Verbindung aufsteht. Deswegen Allah hat bestimmte Zeiten und Orte gemacht, die heilig sind. Und dort heißt das, dass wenn du dort rufst, Allah wird noch stärker die Antwort kommen. Deswegen muss der Muslim das lernen. Aber was hat Shaitan gemacht? Der hat uns andere Orte gemacht und andere Zeiten gemacht, wo du widmen sollst. Und das ist falsch. Deswegen die Zeit sollen wir richtig ausnutzen. Und das ist jetzt auch das Wichtigste und dann beenden wir. Bereit sein, das Schönste für Allah auszugeben. Zu spenden. Was liebst du? Dein Auto, gib das für Allah. Was liebst du? Dein Geld, gib das für Allah. Allah wird dir sofort was Besseres geben. Und er wird ersetzen immer was Besseres. Aber er will das sehen. Ibrahim, der Prophet, hat gesagt, ich liebe dich. O Allah, ich liebe dich. Liebst du mich wirklich? Gib mir deinen Sohn. Schlachte ihn für mich. Dann ist die Liebe ehrlich. Und er hat gesagt, ich bin bereit. Opfere dich. Opfere meinen Sohn für dich. Allah sagt, brauchst du nicht. Opfere diesen Schaf und du bist mein Khalilullah geworden. Deswegen, wer wirklich Allah liebt, er ist bereit, das Schönste, was er hat, auszugeben. Sahaba hat sein ganzes Garten abgegeben, um nur einen Garten im Paradies zu bekommen, einen Baum im Paradies zu bekommen. Das ist gewaltig. Lies diesen Vers, Bruder. Ihr werdet das Gütigsein nicht erlangen, ehe ihr nicht von dem ständig was ihr liebt. Habt ihr verstanden? Ihr werdet das gütig sein, nicht erlangen, ja, den vollen Iman ist gemeint. Den absoluten, vollständigen Iman wird ihr nicht erreichen, er nicht von dem spendet, was ihr liebt. Das heißt, erst dann bist du ein voller Gläubiger. Halal und Haram richtig verstehen. Viele haben Halal und Haram nicht verstanden. Deswegen ist die Beziehung zu Allah Azza wa Jalla nicht aufgebaut worden. Hat falschen Weg eingegangen. Was ist Halal, was ist Haram, musst du richtig verstehen. Haram muss in deinen Augen groß sein, große Linie, rote Zone. Würdest du in eine radioaktiven Zone gehen, da ist jetzt Tschernobyl. Würdest du nach Fukushima, nach Japan gehen? Das ist verbotene Zone, auf keinen Fall.
Deswegen Halal und Haram, hast du richtig verstanden? Es gibt Brüder, der kauft bei Aldi Fleisch. Wie kannst du bei Aldi Fleisch kaufen? Wo ist dein Verstand? Ja, ist billiger. La hawla wa la quwwata illa billah. Was billiger? Du bist Muslim. Du bist Muslim. Wie kannst du sowas machen? Deswegen schaut, was Allah sagt. Lies die Übersetzung, wir sind gleich fertig, inshallah. Noch, wir haben 20 Folien. Wenn ich sage, wir sind gleich fertig, inshallah, bald. Dies sind Allahs Grenzen. Wer nun Allah und seinen Gesandten gehorcht, den wird er in Gärten eingeben. Allah. Dies sind Allahs Grenzen. Hast du das verstanden? Dies sind Allahs Grenzen. Hast du das verstanden? Haram. Radioaktiv, schlimmer als radioaktiv. Wie kannst du das nehmen? Hier ist ein Glas Gift. Hier ist voll ein Glas Gift. Ein Tropfen wird alles deine Innereien zu Säure umwandeln. Wirst du das trinken? Wallahi, Haram ist schlimmer und gefährlicher und wird dich noch mehr schaden. Deswegen, das sind Allahs Grenzen. Lies nochmal nachher. Dies sind Allahs Grenzen. Wenn nun Allah und seinen Gesandten gehorcht, den wird er in Gärten eingehen lassen, durch einen von Bächen, ewig darin zu bleiben. Das ist ein großartiger Erfolg. Allah, großartiger Erfolg. Jetzt schaut, wie kannst du die Verbindung mit Allah richtig aufbauen? Niederwerfung. Wasjud waqtarib. Werfe dich nieder und du bist nah geworden. Vermehre deine Niederwerfungen. Vermehre deine Niederwerfungen. In Niederwerfung bist du gerettet. In Niederwerfung, die Toren sind geöffnet, alle deine restlichen Sünden sind gefallen. Sobald du in Niederwerfung bist und dann aufstehst, du stehst auf und du hast keine Sünde mehr, sagt Prophet a.s. Du stehst auf und du hast keine Sünde. Jetzt, was du verlangst, er wird bekommen. Einmal ein Sahabi, Rabi'a radiallahu anhu, war mit Prophet a.s. in der Nacht zusammen und hat ihm Wasser getragen und ihm geholfen, dass er Wudu nimmt. Daraufhin Prophet s.a.w. hat gesagt, Ja, Rabi'a, was möchtest du haben? Der hat gesagt, Ja, Rasulallah, ich möchte nur mit dir sein am jüngsten Tag im Paradies. Hat gesagt, verlang was anderes. Verlang was anderes, was du jetzt haben sollst. Der hat gesagt, nein, das ist mein Ziel. Das ist mein einziger Wunsch und Verlangen, dass ich mit dir am jüngsten Tag zusammen bin. Was hat der Prophet gesagt? Dann helfe mir. Dann helfe mir, indem du deine Niederwerfungen vermehrst. Vermehre deine Niederwerfungen, dann kannst du auch mit mir zusammen sein. Der Prophet hatte viele Niederwerfungen, a.s. Und wenn du hast keine viele Niederwerfungen, wie willst du mit ihm zusammen sein? Wie geht das? Geht doch gar nicht. Jeder wird mit dem zusammen sein, was er am meisten geliebt hat. Und wenn du sagst, ich habe ihn am meisten geliebt, dann sei ihm ähnlich in deinem Glauben, in deinem Anbetung, in deinem Benehmen, in deinem Umgang, in deiner Sprache, in deinem Charakter. Sei ihm ähnlich, dann wirst du auch mit ihm zusammen sein. Somit jetzt wiederholen wir, was wir in diesem Teil gelernt haben. Lies Achir, wie kann man mit Allah Freundschaft aufbauen? Erstens, Allah richtig erkennen, Verse richtig verstehen, auf Allah sprechen, vertrauen, Allah lieben. Die Nacht richtig ausnutzen, in jeder Sache Allahs Recht bleiben wollen. Ausdauer in den Bitten, bei einem in der Reue, bestimmte Zeiten Allah finden, bereit sein, das Schlimmste für Allah auszugehen, Allah das Verband richtig verstehen, niederwerfen.